Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lanz TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat das erste Heimspiel im Jahr 2018 in der Tipico Bundesliga vor der Brust. Man trifft zu Hause auf den Wolfsberger AC. Das erste Heimspiel auch für Heiko Vogel auf der Sturmbetreuerbank. Und Wolfsberg sollte ja auf dem Papier eigentlich ein dankbarer Gegner sein. Die Wolfsberger in der Liga seit 15 Partien sieglos, also ein unglaublicher Negativlauf. Die haben wirklich ein extremes Glück, dass es St. Pölten in dieser Saison gibt. Und ja, bei unserem Black ist ja auch der erste Start ziemlich daneben gegangen, 0-1 in Mattersburg, am besten ja den Mantel des Schweigens darüber hüllen und nicht weiter drüber nachdenken. Ansonsten wird es natürlich auch interessant, wie das Ganze personell ausschauen wird. Unsere Blackies haben doch den ein oder anderen Ausfall zu verkraften. Zu Grazer, der ja sowieso schon länger ausfällt, und zu Lechner kommen jetzt eben noch immer dazu. Röcher, der hat ja schon in Mattersburg gefehlt, also der ist noch rekonvaleszent. Und auch Janscher und Edom Wonschi sind noch nicht so weit. Dazu ist Peter Schul gesperrt. Und ja, das sind natürlich doch durchaus auch Spieler, vereinzelt zumindest, die man durchaus auch gut gebrauchen könnte. Aber das darf natürlich keine Ausrede sein, denn der Kader ist in der Tiefe, glaube ich, wirklich stark genug, um den WAC oder generell auch mit jeder Mannschaft in dieser Liga, außer vielleicht mit Salzburg, wirklich mithalten zu können aktuell. Dazu gibt es auch die Rückkehr von James Jago. Der ist ja nach seiner Gelbsperre jetzt wieder zurück eben. Und ich gehe mal auch fix davon aus, dass er sich in der Startelf wohl wiederfinden wird. Vielleicht matcht er sich noch mit Lovric um den Stammplatz als Sechser in dieser Partie, aber ich gehe mal davon aus, dass Jago einfach die besseren Karten hat. Marisic wird wohl hoffentlich wieder in die Innenverteidigung zurückbeordert. Auch interessant wird sein, wer da sein Innenverteidigerpartner sein wird. Ich glaube, es wird Scheusengeier, weil Spendlhofer eben ohne Spielpraxis da doch ein zu großes Risiko wäre. Ich hoffe einfach mal, ohne dass es bös gemeint ist, dass Schulz auf die Bank beordert wird und von da aus die Mannschaft unterstützen soll. Er ist mir sehr sympathisch, aber in der jetzigen Form, in der er zumindest in Mattersburg agiert hat, ist auf jeden Fall keine Verstärkung für unsere Schwarz-Weißen. Auch offensiv könnte es durchaus vielleicht ein bisschen Rochade geben, keine Ahnung. Esse ist vielleicht ein Thema für die erste Elf, hat ja auf dem Flügel in Mattersburg durchaus für Schwung gesorgt nach seiner Einwechslung. Vielleicht bekommt er eben das Vertrauen in der Startelf. Schmerbeck wäre dann auch so ein Kandidat, den man dann rausrotieren könnte aus der Mannschaft und Husbeck vielleicht dann ja wieder auf seine angestammte Position am Flügel. Ja, einfach mal gucken, was sich Heiko Vogel so einfallen lassen wird. Ich glaube, es wird wieder das 4-1-4-1-System werden, in offensiver Ausrichtung, ja eigentlich auch so ein 4-3-3 im Grunde. Also am System selber glaube ich nicht, dass es jetzt gelegen hat, dass man in Mattersburg so schwach gespielt hat, also sicher nicht daran allein. Ja, auf jeden Fall gilt es, Wiedergutmachung zu betreiben, ohne Wenn und Aber. Wolfsberg hat ja auch keine gute Bilanz gegen uns, die letzten beiden Partien gingen auch an unsere Blackies, also da sollte eigentlich nicht viel passieren, gerade daheim. Einziges Mal Manko, naja, fast das einzige Manko ist zum einen natürlich der Druck. Man muss gewinnen, wenn man oben dranbleiben will und den Salzburgern weiterhin da an der Backe kleben möchte. Und zum zweiten vielleicht die Platzverhältnisse. Es ist ja durchaus recht kalt und hat ja auch geschneit in Graz. Also mal schauen, wie der Platz dann wirklich aussieht am Samstag. Ich hoffe natürlich, dass die Platzverhältnisse einigermaßen guten Fußball auch zulassen. Wenn dem nicht so ist, naja, dann kommt das nur dem WAC zugute, von dem er auch natürlich Ansage an den Platzwart. Er soll sich schön ins Zeug legen und hoffentlich ja, schafft man es dann eben, dass der Rasen so gut wie möglich bespielbar ist. Ja, und in diesem Sinne war es das dann eigentlich auch schon wieder von mir. Vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ihr wisst ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr sie gerne liken und auch teilen. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Die Vorberichte und Nachberichte kommen ja weiterhin regelmäßig. Nur mal so viel dazu für die, die vielleicht noch nicht so oft dazu geguckt haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nach dem Spiel hier live bei The Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, Gämmerburschen, und bis dann. Ciao, ciao.